Moin und hallo zu Hamburg der Tag. Es ist Dienstag, der 5. November und wir blicken natürlich wieder zurück auf die wichtigsten Entwicklungen des Tages und auf alles, worüber Hamburg im Moment redet. Und wir beginnen direkt mit unserem Thema des Tages. Beim Spiel des HSV am Wochenende gab es kurzzeitig Verwirrung. Auf der großen Anzeigetafel im Volkspark wurden ganze 600 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Mittlerweile ist klar, das war kein technischer Fehler, sondern eine Kampagne gegen häusliche Gewalt. Auf der heutigen Landespressekonferenz wurde Näheres darüber vorgestellt. Häusliche Gewalt ist ein massives Problem in Deutschland und auch in Hamburg. Eine neue Kampagne soll helfen, dieses Problem in den Griff zu bekommen. 600 Minuten Nachspielzeit. Echte Männer holen sich Hilfe, heißt sie. Die Kampagne richtet sich dabei aktiv an männliche Täter. Das ist keine Misandrie, sondern statistisch unterstützt. 76% der Tatverdächtigen von häuslicher Gewalt sind in Deutschland Männer. Auch die Hamburger Zahlen sprechen eine klare Sprache. 76,2% der Opfer häuslicher Gewalt sind weiblich. Über 90% der Ratsuchenden bei den von der Sozialbehörde geförderten Hamburger Beratungsstellen sind Frauen und Mädchen. In der Auseinandersetzung mit dem Thema häusliche Gewalt ist für mich eine Aussage sehr wichtig. Häusliche Gewalt ist nicht das Problem der Frauen, sondern es ist das Problem der Täterinnen und Täter. Und in diesem Fall der Täter. Mit der Kampagne sollen Männer, die selbst häusliche Gewalt verüben, animiert werden, sich Hilfe zu holen. Die Möglichkeit dazu gibt es in Hamburg. Mit dem Jugendpräventionsprojekt Commitment sollen bereits junge Menschen erreicht werden. Bei der Beratungsstelle für TäterInnen häuslicher Gewalt und Stalking, kurz BETA, können sich Täter aktiv Hilfe holen. Wenn ich jetzt von Gewalt spreche, dann bedeutet das für uns nicht nur einen körperlichen Übergriff, sondern häusliche Gewalt hat viele Facetten. Es ist irgendwie auch die psychische Übergrifflichkeit. Es kann irgendwie die ökonomische Gewalt sein. Also das heißt, ich kann irgendwie Gelder vorenthalten, entziehen. Ich kann nach Trennung beispielsweise irgendwie auch den Unterhalt verweigern. All das sind wichtige Dinge, irgendwie, die einen Teil zu Partnerschaftsgewalt beitragen. Und dem wollen und müssen wir als solches natürlich begegnen. Teilweise werden Täter von der Polizei an die Beratungsstelle vermittelt. Viele melden sich aber auch aus eigenem Interesse. Teil der Kampagne 600 Minuten Nachspielzeit ist auch der HSV, der ja bereits am Wochenende mit einer Aktion für Aufmerksamkeit sorgte. Denn Gewalt an Frauen und Fußballspiele, das hängt leider zusammen, zeigt eine Studie aus Manchester. Nach Fußballspielen steigt die Anzahl der gemeldeten Fälle häuslicher Gewalt signifikant an. Insbesondere in den ersten 10 Stunden nach Abpfiff, sprich in den ersten 600 Minuten nach Abpfiff. Als Ursache für die häusliche Gewalt gilt nicht der Fußball, sondern der damit verbundene, leider oftmals enthemmend wirkende Alkoholkonsum, insbesondere in Kneipen nach dem Spiel. Männer, die zu häuslicher Gewalt neigen, sollen sich durch die Kampagne Hilfe holen. Eine erste Ansprechstation gibt es bei der Beratungsstelle BETA unter der Nummer 280-3950. Ja, und wir kommen noch zu einem ganz anderen Thema. In den kommenden Jahren nimmt Hamburg weniger Steuern ein als noch im Mai 2024. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Herbststeuerschätzung für Hamburg, die Finanzsenator Dr. Andreas Dressel auf der heutigen Landespressekonferenz vorgestellt hat. Jetzt haben wir einmal, was ist sozusagen das Hamburger Schätzergebnis, also unter Einbezug der Steuerrechtsänderungen, die ich eben gezeigt habe. Da gehen wir in 2024 noch von einer leichten weiteren Verbesserung aus. 2024 spiegelt sich ein bisschen eben auch in den Zahlen wieder, die ich eben genannt habe. Und dann in den Folgejahren geht es etwas zurück, sodass wir sagen müssen, dass wir insgesamt die Einnahmeerwartungen gegenüber der vorherigen Steuerschätzung, der Mai-Steuerschätzung um 357 Millionen Euro entsprechend reduziert ist, was, und das ist jetzt eine entscheidende Information, in dieser Größenordnung auf die Effekte des Zensus zurückzuführen ist. Sie wissen, dass der Zensus ja dazu geführt hat, dass
wir bei der genauen Zensusermittlung dann ein paar Einwohner weniger hatten, als das sozusagen bisher Bestandteil unserer Zahlen gewesen ist. Das ist jetzt ein Effekt, der sich überall breit macht und das führt jetzt in den entsprechenden Einwohnerwertungen dazu, dass es eine Korrektur gibt und ohne den Zensuseffekt liegen die Hamburg verbleibenden Steuern in Summe 530 Millionen Euro über dem Ergebnis der Mehrwertsteuerschätzung. Ja, und weitere Meldungen aus unserer Stadt, die gibt es jetzt im Nachrichtenüberblick. Die Preise für Fahrkarten innerhalb des HVV-Gebiets werden sich zum 1. Januar 2025 leicht erhöhen. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen. Demnach sollen Einzelfahrkarten jeweils 10 Cent teurer werden. So kostet eine Kurzstrecke künftig 2,10 Euro und eine Fahrt im Bereich Hamburg AB 3,90 Euro. Zeitgleich wird das Tagesticket angepasst. Die 9 Uhr Tageskarte entfällt zum 1. Januar. Der Preis für die Ganztageskarte wird derweil um 1 Euro günstiger und kostet künftig 7,80 Euro. Begründet werden die Anpassungen insbesondere durch steigende Personalkosten. Ab dem 1. Januar steigt bundesweit auch der Preis für das Deutschlandticket von aktuell 49 auf dann 58 Euro. Am Dienstag ist die Alsterfontäne in ihre Winterpause gestartet. Wie Anfang November üblich wurde die Pumpe, die das Wasser rund 50 Meter in die Höhe befördert, abgeschaltet und wird nun für die kommende Saison gewartet und vorbereitet. Ende November soll dann die Alstertanne für die Weihnachtszeit auf der Binnenalster installiert werden. Die rund 1000 Lichter der Tanne werden seit mehreren Jahren energiesparend mit LED-Leuchten illuminiert. Der Abriss des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg geht weiter voran. Am Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr sollen die Kamine der Rauchgasentschwefelungsanlage gesprengt werden. Hierfür wird bereits ab 7.30 Uhr im Radius von 300 bis 500 Metern eine Sicherheitszone rund um das ehemalige Kraftwerk eingerichtet. Diese soll erst am Mittag wieder aufgehoben werden. Künftig soll ein moderner Wasserstoffpark auf dem Gelände entstehen. Dafür wird das ehemalige Kraftwerk bereits seit dem vergangenen Jahr stückweise zurückgebaut und abgerissen. Ja, und damit kommen wir noch zum Sport und die wichtigsten Meldungen aus dem Hamburger Sport, die haben wir einmal im Sportflash zusammengefasst. Der Hamburger SV muss wochenlang auf Mittelfeldspieler Ludovit Reis verzichten. Wie der Verein am Montag mitteilte, zog sich der Niederländer am Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg eine schwere Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. Dies ergaben eingehende Untersuchungen. Somit fällt Reis voraussichtlich für den Rest der Hinrunde aus. Der 24-Jährige ist somit nach Stürmer Robert Glatze der zweite Leistungsträger, auf den Cheftrainer Steffen Baumgart vorerst verzichten muss. Für das nächste Spiel in Braunschweig am Freitagabend kann der Coach hingegen wieder auf Sebastian Schonlau und Jonas Meffert zurückgreifen, welche beide zuletzt gesperrt fehlten. Zudem könnten laut dem Verein auch wieder Neuzugang Emir Sahiti und Innenverteidiger Dennis Hatzikadunic wieder eine Option für den Kader sein. Außenbahnspieler Philipp Treu wird dem FC St. Pauli bis auf weiteres fehlen. Nach Angaben des Vereins hat sich der 23-Jährige eine strukturelle muskuläre Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen. Eine MRT-Untersuchung habe die Diagnose am Montag bestätigt. Beim 0:2 Auswärtserfolg bei der TSG Hoffenheim am Samstag ist Treu in der 50. Minute aufgrund der Verletzung ausgewechselt worden. In den bisherigen 9 Bundesligaspielen stand der Verteidiger jeweils in der Startformation und verhalf seinen Club dazu bei, in den vergangenen 6 Partien 4-mal ohne Gegentor zu bleiben und seine bisherigen 8 Punkte zu holen. Am Samstagnachmittag werden die Kiezkicker im Heimspiel gegen den FC Bayern München somit erstmals auf Treu verzichten müssen. Handballtorwart Johannes Bitter wird am 22. Dezember um 15 Uhr gegen die SG Flensburg-Handewitt sein letztes Bundesligaspiel bestreiten. Dies gab der Handballsportverein Hamburg am Montag bekannt. Der 16. Spieltag wird ganz im Zeichen von Bitters Karriere stehen. Insgesamt absolvierte der mittlerweile 42-Jährige in 26 Profispielzeiten über 650 Bundesligaspiele. Zudem lief er 175 Mal für die Nationalmannschaft auf und ist der letzte aktive Spieler der Weltmeisterschaft von 2007. Neben dem Weltmeistertitel konnte Bitter zudem die Deutsche Meisterschaft, die Champions League sowie den DHB-Pokal gewinnen. Seit 2021 ist der Torhüter wieder für den Handballsportverein Hamburg aktiv. Bitter wird sich zukünftig nur noch auf seine Rolle als Vizepräsident des HSVH konzentrieren, die er bereits vor kurzem angetreten ist. Ja, und zu guter Letzt bleibt uns noch der Blick auf das Wetter.
Ja, wie sieht es aus in den kommenden Tagen und womit müssen wir wettertechnisch rechnen? Die Antworten auf diese Fragen, die hat Meteorologe Frank Böttcher. So richtig viele Änderungen ist beim Wetter in den kommenden Tagen nicht zu erwarten. Wir schauen mal gemeinsam auf die Aussichten. Herzlich willkommen zum Wetter. Und diese Herbststimmung wird noch ein bisschen anhalten, denn das Hochdruckgebiet über Mitteleuropa, es rührt sich kaum von der Stelle. Es reicht von den britischen Inseln bis zum Schwarzen Meer und ändert seine Position kaum. So kühlt sich die Luft ganz langsam ab. Erst am Wochenende kommen wir in eine südliche Strömung und dann steigen die Temperaturen ein ganz kleines bisschen an. Insgesamt bleibt es dabei bewölkt und diese bodennahe Kaltluft, die bringt viel Feuchtigkeit mit sich und deshalb weiterhin Herbststimmung entlang von Elbe und Alster. In der kommenden Nacht ist es meistens bedeckt, es gibt verbreitet Nebel, die Temperaturen gehen zurück auf Werte um 4 Grad, die Bodenfrostgefahr allerdings doch relativ gering, weil die Wolkendecke geschlossen ist und dann fehlt die bodennahe Abstrahlung, sodass es dann eben am Boden nicht ganz so kalt wird. Die Temperaturen morgen im Tagesverlauf nicht mal zweistellig, bei 8 Grad ist wahrscheinlich schon Schluss und die Sonne hält sich sehr, sehr zurück. Es bleibt meistens bedeckt, nur ganz selten gibt es mal ein paar Wolkenlücken und die größte Chance dafür in den Mittagsstunden. Dann gibt es vielleicht mal die Chance, ein paar Sonnenstrahlen zu erhaschen. Die Temperaturen in den kommenden Tagen langsam auf dem Rückzug. 8 Grad sind es auch nochmal am Donnerstag bei ähnlichem Wetterablauf. 7 Grad nur noch am Freitag. Bei den Nachttemperaturen ändert sich auch nicht allzu viel. Und dann dreht der Wind ganz langsam auf südlichere bis südwestlichere Richtung. Und dann kommt ein bisschen mildere Luft hereingeweht. 9 Grad am Samstag und 11 Grad, naja, mit ein bisschen Glück am Sonntag. Die Temperaturen ändern sich also insgesamt wenig, steigen zum Wochenende ein bisschen an. Es bleibt bewölkt und meistens trocken mit der Neigung zu Nebel am Morgen. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Ja, vielen Dank, Frank. Soweit also die Wetteraussichten für den Moment. Und das war es auch von Hamburg der Tag für heute. Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut durch die Nacht und bis dahin.